Heute testen wir frisch aus dem Backofen die drei Fragezeichen Pizza mit der rote Feuerteufel, was eine Salami-Pizza ist, und die gefährliche Spur, was eine Käsepizza ist. Willkommen bei der Foodschau! Ja, im Vorspann habt ihr sie gesehen, die drei Fragezeichen Pizza. Oder Pizzen, muss man eher sagen, denn es sind jetzt zwei. Ja, drei Fragezeichen Pizza. Gab es bei Kaufland und bei Aldi Nord. Aldi Süd, glaube ich, auch. Kann ich nur nicht darüber sagen, weil wir haben ja kein Aldi Süd. Der nächste Aldi Süd ist, glaube ich, fast 200 Kilometer weg. Darum, ich kann immer nur über Aldi Nord sprechen. Ja, drei Fragezeichen Pizza. War Aktionsware. Ich hoffe, wenn sie schmeckt, dass sie noch ein bisschen länger im Sortiment bleibt und nicht ganz schnell wieder verschwindet. Oder vielleicht sie nochmal kommt mit einem anderen Rätsel. Denn ich habe eine Sache schon gesehen, darum wird sie limitiert sein. Hinten steht drauf, weil ein Rätsel dabei ist, darum auch drei Fragezeichen Pizza, da kann ich gleich nochmal drauf eingehen, dass es das Rätsel so lange online bleibt auf der Website, wo man sich noch mit ein bisschen noch ein paar Infos holen kann, bis das MHD zu Ende ist. Also wenn hier das MHD endet, wird auch die Website abgeschaltet. Ach, das wäre schade, ne? Wenn sie lecker ist. Mal gucken. Was hat es genau damit auf sich? Ich habe ja gerade schon mit angefangen. Ihr bekommt hier klassische Pizzen. Ihr bekommt hier eine Salami-Pizza und eine 5-Käse-Pizza. Das ist auch schon wieder ganz geil, finde ich. Eine 5-Käse-Pizza, warum nicht? Ja, und ihr habt in der Zeit, wo die im Backofen ist, was ungefähr 12 Minuten dauert, Zeit, das Rätsel zu lösen von den drei Fragezeichen, was auf der Rückseite der Packung ist. Also auf der Rückseite der Packung ist das Rätsel drauf. Ich muss das jetzt so rumdrehen. Da ist an der Seite hier so ein Text drauf und hier könnt ihr noch was rausnehmen und hier könnt ihr den Barcode einscannen, dann landet ihr auf der richtigen Website, wo ihr auch noch Infos bekommt und könnt ganz schnell ein kurzes Rätsel machen. Ist bei der anderen Pizza genauso. Das hat es also mit den drei Fragezeichen auf sich. Die Pizza selber ist eine Rockys Pizza. Ich kenne die Marke Rockys Pizza in dieser Form noch nicht. Vielleicht wird das jetzt gerade frisch aufgelebt. Wir gucken einfach mal. Ja, und sonst sind es zwei gut aussehende Pizzen, muss ich sagen. Ich habe sie ja schon aus dem Karton genommen. Sie sind hier gerade nicht drin. Sie liegen hier gerade vor mir. Die sehen im rohen Zustand, also noch nicht gebacken, sehr, sehr gut aus. Wie gesagt, hergestellt werden sie von der Freiberger Gruppe. Dass die stellen für fast alle Discounter ihre Pizzen momentan her. Also wirklich so Aktionspizzen werden da auch viele gemacht. Auch die Capital Bra Pizza zum Beispiel kommt auch von der Freiberger Gruppe. Die machen sehr viel und haben auch wirklich ein breites Spektrum von, ja, die Pizza kannst du zwar mal essen, aber würde ich mir nie wieder kaufen, bis, boah, geile Pizza. Also die haben wirklich ein verschiedenes Spektrum, das finde ich ja cool. Und jetzt gucken wir mal kurz, was ist auf dieser Pizza denn drauf? Was ist auf der rote Feuerteufel sozusagen drauf, auf der Salami-Pizza? Auf der Salami-Pizza ist also eine Pizza Calabrese-Style mit Gouda, Mozzarella und Hartkäse. Die Zutaten können wir ganz kurz durchgehen, aber passend Tomatenpüree, Schweinefleisch, also Schweinesalami und keine Rindersalami, hätte ich ein bisschen cooler gefunden, aber naja. Rosmarin ist noch mit dran, aber nur Extrakt, sonst so grob durchgegangen, passt an sich, ne? Gute Zutaten, also die Zutaten sind völlig okay für eine TK-Pizza. Kalorien haben wir pro 100 Gramm 243, 410 Gramm hat so eine Pizza, damit kommt ihr auf 996 Kalorien pro ganzer Pizza. Die knallt also ordentlich rein, optisch. Ich hoffe, man kann es sehen jetzt mit dem Licht. Sieht die im rohen Zustand gar nicht schlecht aus. Also für eine Tiefkühlpizza ist die ordentlich belegt. Natürlich ohne Folie wäre es jetzt besser, aber dann würde mir das vielleicht rausrieseln. Ihr seht es ja gleich im fertigen Zustand noch, wa? Und dann gibt es noch die Käsepizza. Und bei drei Fragezeichen dachte ich erst, oh, eine 3-Käse-Pizza. Naja, warum nicht? Nee, ist eine 5-Käse-Pizza. Also haben sie sich ordentlich gegönnt. Also Pizza mit Mozzarella, roten Cheddar, Gouda, Hartkäse, Pecorino auch noch sogar dabei. Weizenmehl, wasserschnittfester Mozzarella, passt, passt, passt. Creme Fraiche ist noch ein bisschen mit bei, das finde ich gut. Tomatenpüree, ja, ich dachte Kartoffelpüree, habe ich gerade erst gedacht. Pecorino, Hartkäse aus Schafsmilch. Ja, Zutaten sind top. Also alles Gutes, also kein Scheiß drin, muss man wirklich so einfach sagen. 227 Kalorien auf 100 Gramm und auf 430 Gramm, was diese Pizza hat, kommt ja auf 1191 Kalorien. Beide Pizzen zusammen, also über 2000 Kalorien. Da habe ich jetzt gleich was zu tun. Barney wird mir helfen und meine Freundin, daran wird es nicht scheitern. Ja, und hier seht ihr diese Käsepizza auch mal. Und die sieht echt gut aus, muss ich sagen. Also die ist wirklich auch sehr, sehr gut belegt. Ja, und jetzt mache ich das Wichtigste. Ich schiebe die jetzt im Backofen. Und wenn sie fertig ist, zeige ich sie euch natürlich so, wie ihr es kennt bei mir. Und dann sehen wir uns wieder zum Probieren. Darum, bis gleich. Ja, ihr Lieben, und die ist sie jetzt frisch aus dem Backofen. Und man muss sagen, die ist echt schick. Also man hat es ja schon erahnt durch den ganzen, wo man sie im gefrorenen Zustand gesehen hat. Aber das sieht nicht schlecht aus. Wenn ich das jetzt mal von oben filme, also das ist eine schöne Salami-Pizza für eine Tiefkühlpizza, über die wir hier sprechen. Die hat einen wunderschönen Geruch. Sieht gut aus. Man sieht so die einzelnen Elemente. Ich habe ja auch schon mal ein Stück rausgeschnitten, damit wir den Boden sehen können. Und auch der Boden. Also
biegt sich leicht, trotzdem gut gebacken, trotzdem leicht knusprig, so wie es sein muss. Also eine gute, finde ich, Salami-Pizza. Und die wir jetzt gleich probieren. Die Käsepizza verweilt noch im Ofen. Barney verweilt derweil auch schon hier. Der hat schon wieder mitbekommen, dass ich Pizza mache. Aber naja, wir probieren jetzt gleich beide Pizzen. Und ihr kriegt jetzt nochmal den Übergang zur Käsepizza. Und hier haben wir sie, die 5 Käsepizza von den 3 Fragezeichen. Wir gehen direkt mal nach oben. Da seht ihr einfach, die ist schon Käse-Overload. Gut angebröstet, muss ich sagen. Ich liebe es ja, wenn es so braune Stellen kriegt. Man soll es, glaube ich, ein bisschen kürzer drin lassen. Ich mag es aber mehr, wenn der Käse so ausschaut. Ja, wenn wir jetzt mal hier so ein Stück Teig nehmen, muss man ja schon fast sagen. Die biegt sich richtig nach unten. Der Käse ist so schwer, dass er die Pizza so nach unten drückt. Aber sieht gut aus. Also wie die Salami-Pizza. Wirklich eine geile Pizza von der Optik. Ich hoffe, dass sie jetzt auch so gut schmeckt, wie sie ausschaut. Denn Aussehen ist ja bekanntlich nicht alles. Aber hier sieht es echt toll aus, oder? Und da sind wir wieder. Ja, und jetzt habe ich sie beide vor mir. Und ich muss sagen, die sehen echt gut aus. Für eine Tiefkühlpizza echt geil. Also so wünscht man sich das. So darf Tiefkühlpizza, jetzt muss ich aber aufpassen, darf das ruhig aussehen, finde ich. Also die Käse ist Bombe, finde ich optisch. Also so muss es sein. 5 Käse, auch das ist so eine Auswahl. Und nicht so 5 Käse, da sind so ein paar Krümmelchen drauf. Da ist richtig viel Käse drauf. Und ja, Salami sieht auch gut aus. Also finde ich super gelungen. Das muss ich einfach schon mal sagen im Voraus. Jetzt hoffe ich nur, dass sie auch schmecken. Preislich, ich weiß es gar nicht mehr, ne? 2,99, 3,99. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, was sie gekostet haben. 3,49. Also die waren über 3 Euro, zwischen 3 bis 4 Euro. Irgendwo dazwischen lagen die. Wenn die aber so aussehen und auch so schmecken, ist das ein völlig fairer Preis. Also ich brauche jetzt nicht diese Billigpizzen für 99 Cent, die meistens eh noch nicht schmecken. Aber wir gucken mal. Wir probieren jetzt mal die Salami-Pizza. Barney sitzt ja immer noch parat, der wartet schon. Ich probiere es mal. Salami. Ich bin kein großer Salami-Pizza-Esser, aber dafür sieht es so gut aus. Der Teig ist, glaube ich, ein bisschen zäh, ganz leicht nur. Also könnte knuspriger sein. Er fühlt sich knuspriger an, hört sich auch knuspriger an, das was er ist. Das ist aber ordentlich. Da kommt ordentlich Schärfe nach. Ich finde schön, dass die Salami so mega präsent ist. Die Salami ist zwar da, es schmeckt aber schön tomatisch mit der Salami zusammen, mit den Gewürzen. Und dann so im Abgang kommt der rote Teufel, sozusagen, weil die heißt ja auch der rote Teufel. Ich würde jetzt mal sagen, das ist auch der rote Teufel. Aber so ist die nicht schlecht. Man hat gut was zu kauen. Sie ist nicht so knusprig wie gedacht. Ich hätte sie ein bisschen knuspriger erwartet. Das hast du mitbekommen jetzt, ne? Eigentlich hast du geschlafen. Probier. Ihm schmeckt's. Also, 3 Fragezeichen Pizza hat der rote Teufel. Optisch finde ich eine glatte 1. Fast. Sagen wir mal 1 minus. Aber sonst optisch finde ich TK-Pizza echt gut gelungen. Das mit dem Rätsel zusammen finde ich auch eine geile Idee. Diese Kombination zu machen, hey, in den 12 Minuten, wo ihr Zeit habt, bis die Pizza fertig ist, könnt ihr noch ein Rätsel lösen. Nette Geschichte, finde ich auch cool. Geschmacklich ist die schon so in den oberen Level der TK-Pizzen. Ich würde ihr aber nur 4 von 5 Punkte geben. Wie gesagt, weil mir der Teig so ein bisschen zu zäh ist. Ich habe ihn krosser erwartet. Und hätte ich sie länger drin gelassen, wäre der Rand schwarz geworden. Also die war jetzt bei 200 Grad drin. Wir haben einen sehr guten Ofen hier. Das ist uns immer gut gelungen. Also die ist nicht ganz perfekt, aber eine gute Pizza. Wenn ich Salami-Fan wäre, was ich nicht bin bei Pizzen, würde ich sie mir wieder kaufen. Das kann man so sagen. Das ist auf jeden Fall eine gute Pizza. Macht man nichts mit falsch. Und für eine Tiefkühlpizza echt cool. Und für TKKG sage ich schon. Vielleicht kommt das ja noch, TKKB-Pizza. Aber für 3 Fragezeichen-Pizza oder 3 Fragezeichen-Fans, verdammt nochmal, ist es eine gute Pizza. Jetzt probieren wir die Käsepizza. Da bin ich echt gespannt. Ich liebe Käsepizzen. Also Käse geht für mich immer. Das kann für mich nicht zu viel drauf sein, denn hier ist ja einfach viel drauf. Also die Pizza ist wirklich geil. Das muss man so mal sagen. Also das ist wirklich gut gelungen. Jetzt bin ich nur gespannt, ob die auch schmeckt.
auch hier ist das mit dem Teig. Der Teig hat also das gleiche System. Also ist auch ein bisschen leicht zäh. Aber der mit dem Käse, das passt gut. Das ist schön, es ist schön nach verschiedener Käse. Es schmeckt so einen leichten Unterschied einfach beim Essen. Aber die ist natürlich mächtig mit fast, was waren es, 1100 Kalorien, was die Pizza hat. Natürlich, das ist nur Käse. Aber es ist eine geile, gönn dir Pizza. Ich bräuchte dazu, glaube ich, aber einen Salat. Ich bräuchte irgendwie Abwechslung. Die ist zwar lecker, der Käse ist auch gut. Hier ist der Rand besser geworden. Obwohl die kürzer drin war. Aber... ja, oh, ich knusper mit dem Rand, ne? Na komm her. Auch eine geile Pizza. Ich finde sie besser als die Salami. Die ist so ein bisschen runder. Da ist ein bisschen mehr los, finde ich. Mit diesen verschiedenen Käse, mit der Tomatensauce. Das harmoniert so schön. Du schmeckst wirklich, ob ich jetzt Mozzarella rausschmecke, jein. Man schmeckt aber diesen, wie heißt er nochmal? Peruccino schmeckst du raus und auch den Hartkäse. Schmeckst du diesen feinen Unterschied dadurch. Cheddar finde ich immer eine gute Wahl. Cheddar ist ein toller Käse, der einen tollen Geschmack hat. Gibt ja roten Cheddar, gelben Cheddar, weißen Cheddar. Ich liebe weißen Cheddar sehr gerne. Tolles Produkt. Ich halte es verkehrt rum, ne? Das ist das Problem, dass die Rückseite andersrum bedruckt ist. Darum sehe ich das nicht. So rum passt es. Die würde ich von mir aus 4,5 von 5 geben, weil sie ist so ein bisschen runder als die Salami, finde ich. So ganz kleinen Tick nur. Nur der Teig, wie gesagt, der ist nicht ganz optimal gelungen. Der ist eine ganz leichte Zähigkeit. Aber wer Käsepizza liebt, wird das ja auch mögen. Das ist eine schöne Sache. Wie gesagt, Preis-Leistung passt. Da kann man eigentlich nicht sagen, für den kleinen Anteil Käse, der drauf ist, für eine Tiefkühlpizza. Kann man auf jeden Fall machen. Wie lange es die jetzt aber noch gibt, das ist die große Frage. Also ich würde mir die Käse auf jeden Fall nochmal wieder kaufen. Aber wenn die natürlich jetzt in, sagen wir mal, 3-4 Monaten wieder aus dem Handel verschwinden, ist das echt schade. Ich finde es ja nicht gut, wenn sie im Handel bleiben würden. Vielleicht mit neuen Geschichten dahinter oder von mir aus, wie gesagt, was ich gerade schon erwähnt habe, TKKG-Pizza oder so. Oder die Pfefferkörner und was es alles gibt. Ruhig das weitermachen mit irgendwelchen Rätseln und schöne Pizzen draus machen. Finde ich eine schöne Idee. Jetzt ist nur die Frage, habt ihr sie schon probiert? Werdet ihr sie probieren? Schreibt es in die Kommentare, wie es euch geschmeckt hat oder ob ihr sie probieren werdet. Ich bin gespannt und natürlich, ob ihr auch 3-Fragezeichen-Fans seid. Und ja, ich war es ja nicht. Darum, danke fürs Foodschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Euer Bob.